Willkommen zurück. Und wir sind auch gleich wieder mitten in der Action hier in unserem Mini-Let's Play Mega Man X von The White Doctor. Und hier sind wir gleich beim zweiten Sigma-Boss am Ende von Sigma Level 2. Und wir haben ja auch gleich schon Probleme. Wie man sehen muss, muss man die Augen treffen, um Schaden zu verursachen. Außer man trifft sie oft genug, dann verschwindet. Dann schieben sich die Wände vorwärts und super sofort Totstacheln tauchen wieder mal unten auf. Naja, ich meine damit, die sind schon die ganze Zeit da, aber... Ah ja, erstmal Energie aufladen. Ja, richtigen Knopf drücken, ja. Und sobald die Wände vorgeschoben sind, muss man halt aufpassen, nicht nach unten zu fallen und gleichzeitig der fliegenden Nase ausweichen. Auf der anderen Seite kann die Nase wenigstens auch ein paar Mal treffen. Allerdings, wie ihr seht, habe ich selbst nach all den Jahren ziemliche Probleme mit diesem Boss. Glücklicherweise, wenn man genügend Schaden angerichtet hat, geht ein Teil nach dem anderen kaputt. Erst explodiert das eine Auge, dann das andere, dann die Nase und dann ist alles hin. Im Prinzip ist das hier ein Boss, da kann man sich keine Zeit lassen. Man muss die Waffe nehmen, mit der auf die er am verwundbarsten reagiert, den Chameleon-Shooter, und dann einfach auf alles ballern, was sich bewegt. Und etwas, was ich hier nicht gemacht habe, was eigentlich schlau gewesen wäre. Nämlich die gute alte Unverwundbarkeit anzuwenden. Aber egal. Weiter zum nächsten Level von Sigma, den dritten Sigma-Level. Genau, wir hatten die Roboterspinne, das eklige Gesicht. Und jetzt geht's weiter mit Schildkröten und einer lustigen Blau-Grün-Kombination. Wieder eine neue Mucke. Und es geht weiter mit den Refights. Diesmal ist Armored Armadillo dran. Hi-ya, Ninja Armadillo. Und hier klauen wir ihm gleich mal wieder seine Panzerung. Ist es noch wichtiger, ihn so schnell wie möglich auszuschalten. So, ein paar Treffer hier und da. Und schon haben wir ihn wieder ausgeschaltet. Genauso leicht wie beim ersten Mal. Sogar leichter, weil in diesem Fall seine künstliche Intelligenz total versagt hat. Und nur diesen einen Angriff ausgewählt hat. Schießen mit seiner Kopfkanone. Hier haben wir wieder mal ein paar alte Kante. Ich will nicht wissen, was Minenreploiden hier machen. Sigmas persönliche Garde, oder was? Hier dran zu kommen, würde normalerweise wieder den Boomerang-Cutter erfordern. Etwas, was mir hier leider nicht einfällt, weil, wie ihr mittlerweile wisst, ich bin dumm. Aber nachdem ich lang genug mich mit den Viechern rumgeschlagen habe, gehe ich einfach weiter und besuche den nächsten Refight. Und wer ist das? Steen Chameleon? Ja, Pech gehabt. Diesmal sind wir nicht nur mit dem X-Buster hier, sondern haben auch unseren Bumerang-Cutter. Und auch diesmal in einer seltsamen Umkehrung, die lebhafteren Reploiden sind. Plötzlich Gefangene ihrer KI, während die eher ruhigeren voll aufdrehen. Ja, genau. Treff mich mit deiner Zunge, aber diesmal haben wir den Boomerang Cutter. Sorry, wir sind nicht riesen hässlich face. Dein Dreifachkanonen-Dings da wirkt bei uns nicht so gut. Das Praktische am Boomerang Cutter ist, wie ihr schon gesehen habt, ein Treffer beschädigt ihn nicht nur, sondern holt ihn auch gleich runter. Leider können wir nicht so wie beim Flammenmammut einfach die Nase abschneiden, beziehungsweise hier die Zunge, aber es ist schon brutal genug. Wie üblich, bevor ich alles beschreiben konnte, was Mr. Stink Chameleon macht, ist er auch schon hinüber. Tja, Spezialwaffen können richtig gemein sein. Hier kommt wieder etwas Nervtötenderes. Logischerweise, Boomerang Cutter könnte hier eingesetzt werden. Aber erstmal. Oh, toll. Sieht aus, als hätte mein Emulator plötzlich ein Problem.
aber wenigstens kann ich mir ein paar der Sachen abgreifen hier. Ja. Jetzt greife ich mir erstmal die richtige Waffe für den richtigen Gegner. Überlege, ob zwei Energietanks noch ausreichend sind. Ah, reichlich. Und ich habe natürlich gleich die falsche Waffe gewählt und kann wieder zurückgehen. So, Shotgun Eis. Ja, Sparky, wir wissen es, wir wissen es. Wir schießen und haben dich schon erledigt. Das ist einer der bizarrsten Kämpfe, wenn man die Kampfwaffe hat. Außer natürlich, man vermasselt das Timing, weil dann kann er zumindest noch ein paar Ehrentreffer anbringen. Ja. Aber das war's eigentlich schon. Wirklich, das wäre nur mit dem X-Buster ein fairer Fight gewesen. Aber ich muss ja leider vorausdenken an den Endboss in diesem Sigma-Level. Und da brauche ich wirklich jeden Energiestrich, den ich habe. Und es geht weiter unter Wasser. Die Denker unter euch werden jetzt wahrscheinlich schon im Voraus wissen, welcher Refight jetzt kommt. Wartet mal schön, während ich hier noch ein paar Sachen aufsammle. Wie üblich zwischen Refights kriegt man immer ein bisschen mehr Energie, damit es nicht total unfair wird. Und jetzt nehme ich mir Rolling Shield unter Wasser. Was für ein Gegner könnte das sein? Ja, ich weiß, selbst ein Dreijähriger wüsste das inzwischen. Es ist Launch Octopus. Und er ist auch wieder, wie üblich, einer der gefährlichsten Reploiden. Einfach nur, weil seine Fähigkeit, uns alle Energie abzusaugen, die wir haben, wenn wir uns von ihm fangen lassen. Wie üblich, die Hälfte meiner Rolling Shields werden von seinen Raketen abgefangen. Und er fängt schon wieder an. In diesem Fall könnte ich es gerade so eben überleben, aber trotzdem schlecht. Gut, dass wir den Dash haben. Ohne den Dash wäre dieser Kampf völlig schwer, selbst mit Spezialwaffe. Und hier habe ich meine Spezialwaffe auch schon wieder aufgebraucht, wie der Volldepp, der ich bin, und verschwende natürlich meinen letzten Blaserschuss an einer Rakete. Und jetzt kämpfen wir den Rest aus mit X-Buster. Was natürlich einfacher wäre, wenn ich auch mal treffen würde. Aber kaum gesagt und schon getroffen. Und mit Style. Ein Schuss, ein Treffer und versenkt. So. Wieder ein Refight over und weiter geht's. Jetzt verlassen wir das Wasser hier. Weiß auch gar nicht, warum da so viel Wasser ist. War da ein hoher Bruch in Sigmas Festung oder was? Oder wurde das extra nur für Launch Octopus gemacht? Ja, kommen alle möglichen Fallen zusammen. Jetzt, während ich hier unten lang marschiere, kommt mir auch in den Sinn, dass oben ein guter Anwendungsfall wäre für das Ice Skate Dingens, das wir mit dem Shotgun Eis machen können. Aber wie wir jetzt schon oft festgestellt haben, ich bin dumm. So gehe ich stattdessen den Weg, den ich am fetterdichtesten in meiner Erinnerung habe. Mitten durch das Gewirr aus Fallen und Feuerstationen und komischen fliegenden Schraubendingern, die langsam herunterkommen. Naja, zumindest könnt ihr davon ausgehen, dass ich den schwereren Weg genommen habe. Ja, noch ein Schuss in den Rücken. Wie ein Pro. Und jetzt kommt wieder mal das Flammenmammut. Ein Schuss, ein Treffer, weiter geht's. Ein guter Trick ist auch, wenn ihr Storm Tornado früh genug und dicht genug an ihm, weit genug entfernt von ihm losjagt, könnt ihr zwei Treffer hintereinander landen. Etwas, was ich hier leider nicht schaffe, weil ich ein Volldepp bin. Ich schaff's diesmal sogar, von seinem Feuer getroffen zu werden. Ja, und Öl. Das Öl könnt ihr auch in Brand stecken und dann wäre ich jetzt geliefert. Ich schaff's nochmal getroffen zu werden. Und das wird jetzt verdammt knapp. Oh. Diesmal habe ich es geschafft. Doppeltreffer dank Storm Tornado.
Und ich habe wieder mal eine Gelegenheit verpasst, ihm den Rüssel abzuschneiden mit dem Boomerang-Cutter. Naja, zumindest wisst ihr, dass es geht. Und das war der letzte Refight. Und wir brauchen jetzt auch schon Energie wieder. Ein bisschen Energie nur, weil es ja nicht übertreiben. Und was wartet auf uns? Ein gigantischer Tankfratzen-Dings da. Ja, der kann uns zerklatschen, wenn wir dazwischen kommen. Und das tut auch richtig weh. Eine Berührung nur mit einem dieser Dinger ist schlimm genug. Und hier denke ich mal darüber nach, was passiert, wenn dieser riesen Energieklotz mich trifft. Und ich wechsle zu einer anderen Waffe. Ja, wieder. Die hilft dieses Ding enorm. Nicht nur, weil der Panzer dagegen eine Schwachstelle hat, sondern weil man sich auch unverwundbar machen kann. Was eine Menge Energietanks spart. Was auch gut ist, da ich nur einen noch übrig habe. Wie üblich ein paar Treffer hinsetzen und dann aus dem Weg springen. Und immer daran denken, das Ding ist zielsuchend. Teilweise zumindest. Damit meine ich, es zielt auf die eigene Position, solange der Schuss noch nicht losgegangen ist, aber sobald die Kugel unterwegs ist, kann man ausweichen. Weicht man zu früh aus, kriegt man es also vor den Rüssel geknallt. Und die hat mich gerade so eben die Unverwundbarkeit gerettet, weil wie üblich bei diesen Sigma-Endbossen, je mehr Schaden man anrichtet, desto schneller werden sie auch. Hier war ich endlich mal klug genug zu warten. Aber in zwar ich war leider nicht klug genug, nicht meine gesamte Energie zu verschießen. Also probieren wir mal ein paar andere Waffen durch. Sturmtornado. Hilft er? Anscheinend nicht so sehr. Aber der Sturmtornado hat den Vorteil, dass er auch horizontal treffen kann. Wenn also der Superpanzer keine Ruhe lässt, kann man zumindest noch ein paar Ehrentreffer anbringen. Ja, lassen wir es. Es funktioniert erstaunlich gut. Und schaffen wir es? Oh, komm schon. Ein Treffer noch. Wow, okay, das war übelst. Aber gerade in letzter Sekunde, bevor wir das Ding wieder auf den Schädel geknallt kriegen, ist der hässliche Fratzenpanzer besiegt. Und damit müsste der Weg zu Sigma selbst endlich frei sein. Na, lassen wir uns mal überraschen. Jetzt ist Sigma-Zeit. Ja, ja, danke für das nutzlose Passwort. Und Sigma, jetzt bist du endlich selbst dran. Und Sigmas Level selbst ist erstaunlich kurz. Man klettert einfach nach oben und der Kampf beginnt. Unterwegs trifft man noch ein paar Gegner, damit man seine Tanks aufladen kann. Und wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, zwischen den Schnitten habe ich ein bisschen Grinding reingestopft, um meine 4 Energietanks voll zu kriegen. Und etwas, was auch nicht auffallen wird, hoffentlich. Haha, das ist mein dritter Versuch, denn zweimal habe ich kläglich versagt. Aber das sind 10 Minuten, die ich euch ersparen will. Also gehe ich hier mit meinem erfolgreichen Run. Willkommen, ich sehe, du hast es geschafft, hier alleine herzukommen. Beeindruckend. Na, ich könnte dich zerstören, aber ich habe meinen Hund und der soll will auch was kauen. Also hier, Hund, friss, Mann. Falls du das überlebst, warte ich auf dich. Also zuerst kämpfen wir mal gegen Sigmas Hund. Ist das auch ein Reploid oder nur ein Roboter? Ist es ein Reploid mit Hundeintelligenz oder ein Reploid mit menschlicher Intelligenz, der noch aussieht wie ein Hund? Fragen, auf die nie jemand eine Antwort haben will. So, der Hund springt einfach nach rum, pustet ein bisschen Energie ein entgegen und explodiert dann. Jetzt kommt das eigentliche Problem, Sigma selbst. Exzellenter Job, X. Jetzt weiß ich, warum Zero auf dich gezählt hat. Aber die Zeit deiner Zerstörung ist angekommen. Jetzt wirst du es bereuen, jemals gegen mich gekämpft zu haben. Und er holt sein Laserschwert raus, das hat er wohl von George Lucas geklaut, oder aus einem Star Wars Museum. Und dann springt er, wie wir das können, hoch und runter,
Und wie ihr inzwischen gemerkt habt, er ist auch verwundbar gegen Spark Mandrills komische Elektrizitätswaffe. Ein Problem mit dem Kampf ist, auch die Waffe, gegen die er verwundbar ist, kann von ihm dank seinem Laserschwert abgewehrt werden, weil es wird offensichtlich hier, Sigma ist ein Jedi-Ritter. Im Prinzip ist er nur verwundbar eine halbe Sekunde nach der Landung und solange er in der Luft ist. Und das müssen wir ausnutzen. Die Taktik ist also hochklettern, oben bleiben, aber nicht zu lange warten, dann runterspringen, ein, zwei Treffer landen und das Ganze wiederholen. Ein weiteres Problem, das Sigma nämlich hier hat, ist, sein Sprite ist so gigantisch groß, dass man ihm auf dem Boden praktisch nicht ausweichen kann. Man wird fast immer getroffen, einfach nur, wenn man versucht, unter oder über ihm durchzukommen. Ein Treffer von seinem Schwert sollte man auch vermeiden. Und Sigma ist besiegt. Tja. Aber ist er auch wirklich besiegt? Nein, sein Kopf wird in eine Riesenmaschine gesetzt und... Das ist die wahre Form von Sigma. Nee, natürlich nicht. Nur diese komische Kriegsmaschine vorgehabt. Die ist verwundbar gegen Rolling Thunder, aber nur am Kopf. Die Klauen sind gefährlich, die Klauen können Energiestrahlen in zwei Richtungen aussenden und... wir haben einen Flammenwerfer, der uns vor den Latz knallen kann. Und einen Energiewerfer. Und praktisch alles ist... Bad News für uns. Als weitere üble Überraschung, wenn man zu lange auf einer dieser Klauen stehen bleibt, fängt sie an, einen entweder an das Dach zu schmettern oder, wie man hier sehen kann, die andere Klaue kommt von links oder rechts angehetzt und versucht einen runterzuschmeißen, recht rüde. Das Einzige, was man hier tun kann, ist, so schnell wie möglich auf eine der Klauen zu kommen und zu feuern, was das Zeug hält. Ein guter Tipp ist auch, wenn ihr seht, dass die Energiestrahlen rauskommen, versucht zur Seite zu gehen, weil manchmal habt ihr Glück und könnt dem Feuer ausweichen. Jetzt habe ich nur einen Energietank übrig. Ja, das habt ihr es gesehen. Das ist eine der perfidesten Sachen, die die Klauen machen können, weil man so heftig getroffen wird, dass man runterfällt. Aber Sigma hat trotzdem verloren. Gott sei Dank. Nein, das ist unmöglich. Ich bin ein Reploid. Ich kann nicht zerstört werden. Schon gar nicht von dir. Warum, X? Warum hast du das getan? Warum hast du uns das angetan? Ohne die Menschen, meine Reploiden-Brüder, könnten ein neues Zeitalter einbringen. Oh, also Sturmadler war nicht der einzige Nazi. Interessant. Egal. Sigma Obernazi ist tot und die ganze Festung ist kaputt und das, was dort abstürzt, ist die ganze Kolonie, wo das ganze Spiel stattgefunden hat. Beeindruckend, X. Du hast nicht nur eine ganze Armee von Reploiden vernichtet, auch ihren Anführer hast du erledigt und dann hast du die ganze gekidnappte Kolonie zerstört. Bravo. Ich will nicht wissen, wie viele Zilliarden, Dollar, Euro oder was auch immer an Währung die benutzen in der Zukunft, du gerade ausgelöscht hast. Aber... Der Krieg ist zu Ende. Und der Frieden ist wieder da. Aber eine Menge Leute, inklusive Zero, mussten sich aufopfern für diesen Krieg, für diesen Sieg. Und diese Opfer werden nie wieder zurückkehren. Schon gar nicht in Teil 2, 3 und so weiter. Nein, wir werden Zero nie wiedersehen. Er ist für immer tot. Ah, und jetzt ist X erstmal erschöpft. Schaut auf die Zerstörung, die er angerichtet hat. Und fragt sich... Warum hat er sich entschieden zu kämpfen? War da nicht vielleicht ein anderer Weg? Diplomatie zum Beispiel? Hätte er nicht einfach mit den Reploiden verhandeln können, die schon so viele Menschen umgebracht haben? Fragen über Fragen. Aber er weiß, er wird die Mavericks wieder kämpfen müssen, bevor er seine Antwort findet. Wie lange wird er kämpfen müssen? Wie lange werden seine Schmerzen andauern? Vielleicht weiß nur der X-Buster an seiner Hand Bescheid. Ach, wie herzzerreißend. Na gut, klassische Science-Fiction ist das nicht gerade. Aber hey, für ein Spiel, worum es nur ums Springen und Schießen geht, ist das eigentlich schon eine recht interessante Story gewesen. Und jetzt bleiben eigentlich nur noch die Credits.
Die guten alten Credits. Ah ja, Cars, Highway Stage, Spiky Crusher, Baldwoo, Road Attackers und B-Blader. Was, diese riesigen Bienendinger hießen B-Blader? Heilige Scheiß. Utuboros. Uroboros ist eine Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. So war das Utuboros, war also der Name dieser Riesenschlange. Und Thunder Slimer war der Name von diesem runden Dingens, das uns leider nicht andonnern konnte. Gott, die Namen gehen ein bisschen schnell vorbei, aber hey. Rolling Cabune. Ist nett, dass uns wie in Mega Man Spielen übrig gezeigt wird, gesagt wird, wie all diese Robotviecher waren, die wir erledigt haben. Ladder Jedder, war das das Krabbelvieh auf den Leitern? AT-55J, ist das das Riesenmonster gewesen, dem wir unsere Panzerung, eine neue Panzerung abgerupft haben? Na, wenigstens waren sie nett genug, die Zwischenbosse von den normalen Gegnern abzuheben. Und hier kommen die Reploiden nochmal, die Mavericks. Chill Penguin als erster. Und naja, ihr könnt ja lesen. Heil! Hat dir aber nicht geholfen. Hitler war leider nicht mit dir. Scheiße, sie heben zwar die falsche Hand, aber es fällt mir jetzt wirklich erst auf. Mann! Was haben die eigentlich benutzt, um Sigma zu programmieren? Haben sie Hitlers Hirn wieder ausgegraben oder so? Nee, der ist ja jetzt schon Staub und Asche. Vielleicht haben sie Sigma zu viel Propaganda aus dem Zweiten Weltkrieg angucken lassen. Kann ja nie wissen. Wenn wir uns zurück an ins Intro erinnern. X war schließlich der einzige Reploid, der jahrzehntelang von seiner komischen Kapsel getestet wurde, um sicherzugehen, dass er auch wirklich mental stabil ist, während die anderen Reploiden einfach alle aus der Fabrik kamen anscheinend. Tja, das ist das Problem mit echter künstlicher Intelligenz. Wenn man will, dass man auch ein vernünftiges künstliches Wesen zustande kriegt, dann muss man das leider genauso lange trainieren und aufwachsen lassen wie einen normalen Menschen. Also, um eine menschenartige KI zu kriegen, bräuchte man also mindestens 18 Jahre Vorlaufzeit. Mindestens. Besser mehr. Ich kann mir vorstellen, das würde KI in der Zukunft ziemlich teuer machen, wenn es irgendwie mal irgendwann erfunden wird. Naja, bessere Musik. Zum Abschluss kann ich nur sagen, ich hoffe ja, dass unsere KI ein bisschen schlaffer draus wäre. Ah ja, wir kennen das ja schon alle. In Wirklichkeit wird es wahrscheinlich genauso enden wie in Mega Man X, nur mit weniger lächerlich. Oh, ich kann das einfach nicht. Oh, ich bin einfach zu zynisch. Wenn man sieht, wie dumm manche Leute sein können. Mega Man X ist da wirklich schon fast eine realistische Voraussicht in die Zukunft. Ich kann mir schon richtig vorstellen, wie Ingenieure in der Zukunft sagen, gut ist gut genug. Warum 18 Jahre lernen lassen, wenn 3 Monate vollkommen ausreichend sind? Es ist zumindest billiger, nicht wahr? Und wir können billiger sein als die Konkurrenz. Und dann produzieren wir dann Industrieroboter, die anfangen, uns mit ihren Pickaxen zu bewerfen. Scheiße, mir fällt immer noch nicht ein, wie die Dinger auf Deutsch heißen. Egal, ich klinge mich jetzt hier aus als Void Doctor. Und ich hoffe, ihr konntet diesen Mini-Let's Play ein bisschen genießen. Jetzt dürft ihr euch noch bis zum Ende die Musik anhören. Thanks for watching!